seid nicht irgendwie ein Betrieb, sondern ihr gehört und müsstet zur FU gehören. Ihr gehört zwar der FU als Tochtergesellschaft, aber ihr habt zum großen Teil im Gemeinschaftsbetrieb keine FU-Arbeitsverträge, weil ihr outgesourced worden seid, um Löhne zu drücken. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist eine uralte gewerkschaftliche Forderung. Ich arbeite für die Betriebsgesellschaft, der ZE, für den Botanischen Garten und für das Botanische Museum. In der Betriebsgesellschaft sind einige Berufsgruppen eingegliedert. Dazu gehören der Besucherservice, dann haben wir den Technikservice, dann haben wir bis zum 31.03. auch noch die Reinigung gehabt. Die Reinigung ist seit dem 1. April ausgegliedert. Die 6 Frauen aus der Reinigung wurden umgesetzt. Eine Kollegin hat diesen psychischen Druck nicht mehr standgehalten und hat ihren Arbeitsplatz leider Gottes verlassen. Ansonsten ja, sind wir heute ja wieder im Ausstand. Wir streiken. Wir möchten auf diesem Wege uns auch mit den heute streikenden Lehrern solidarisch erklären, die ja eigentlich in dem gleichen Verhältnis stehen wie wir. Es gibt die Beamtenlehrer, es gibt die Angestelltenlehrer. Sie haben die gleiche Ausbildung, dürfen aber nicht gleich bezahlt werden. Dieses Problem haben wir ja im Garten auch. Aber das Lohngefüge driftet derartig auseinander, also das kann man so nicht mehr hinnehmen. Viele von uns müssen wirklich auch Bedenken haben, in die Altersarmut zu gelangen. Das reicht wirklich gerade mal so zum Überleben, aber nicht zum guten Leben. Die Art und Weise, wie die FU mit uns als Honorarlehrkräften umgeht, ist genau die gleiche, nämlich so wenig Geld wie möglich zu zahlen und dabei auch noch so wenig Beteiligungsmöglichkeiten wie möglich zu gewähren. Und die Honorarlehrkräfte an der FU, die haben noch nicht mal einen ordentlichen Arbeitsvertrag. Und deswegen stehen wir aber auch heute hier, ja, weil es nämlich darum geht, gemeinsam unsere Interessen hier durchzusetzen und nicht darauf zu hoffen, dass der nächste nette Präsident, wie wir damals dachten, wenn Lenzen weg ist, dann wird Peter-André Alt alles richten. Wenn eine Frau in der Betriebsgesellschaft sexueller Diskriminierung oder Übergriffen ausgesetzt ist. Wir haben da, außer dass wir uns an den Chef wenden, keine Möglichkeit, uns die ganzen Angebote der FU einzuholen, weil für uns zählt das nun wieder nicht. Das gehört auch mit dazu und das ist einfach eine derartig unfaire Behandlung, die wir so nicht mehr hinnehmen wollen. Wir sind gleich wert. Ich möchte auch von ganzem Herzen mich bedanken bei den studentischen Vereinigungen. Die Unterstützung, die die Betriebsgesellschaft von euch bekommt, das ist einfach nur enorm und es rührt uns sehr.